Du hattest die ganzen Tag Zeit. Alter, ich schweig einfach still. Mach den YouTube-Kram. So, Kommt es hier. jetzt hin? Ja, irgendwann kriegst du es hier mit der Technik geschissen. Ansonsten brauchst du ja meine ganzen Hilfsmittel noch. Sei doch nicht so, wie bist du denn schon wieder? Was ist los mit dir? Bist du wieder auf Krawall gebürstet, ne? Komm hier, ich hab dir was mitgebracht. Alle zwei Getränke ist viel, aber wenn du da jetzt noch ein drittes reinmachst. Nein, du sollst dieses Getränk umfüllen, um hier unsere 1A-PSOA-Becher zu präsentieren, wie es dir sicherlich gleich aufgefallen ist, Tobias. Das sind Prototypen. Na, Quasi. aus der Saftpresse. So, pressen wir uns hier noch einen Saft rein. Es wird also wieder Partisanbecher auf einem Partisan Festival geben, brandaktuell hoch, mit Öffnung oben und unten dicht. Wieder handelsübliche Partisanbesucher sozusagen. Öffnung oben und unten dicht. So, So, so wünschen also, wir uns das so auch. wünscht man sich, dass da unten dicht ist. Was wollte ich denn sagen? Na, ist, ich muss ja, bevor wir. Ach, warte mal. Ist das ganze Ding dann eingeflackt? Bevor wir hier zum eigentlichen Kern des Videos übergehen, ja, mal festhalten. Also, ich war ja mit den Eisenberger Boys von Deserted Fear of Tour, während du beim Ragnarök Festival zu Lichtenfels bist du Urlaub gemacht hast mit unserem Chris. Und es war erschreckend, wie viele Leute da auf einen zukommen und dann sagen: Du läufst bei mir im Wohnzimmer, dich kenne ich und mach weiter so oder mach halt auch nicht weiter so. Das ist verrückt, dieser ganze Fame. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ist mir doch egal. Gut, okay, also heute reden wir mal über Black Metal mal wieder. Ich danke dir immer für dein, ja, saufst dir rein, Alter. Prost, Tobias. Es gibt Sachen, die ändern sich halt einfach nicht. Du redest, ich trinke. Eins als Soße. Fernab der großen Releases wie des allergroßartigsten Black Metal Albums, das jemals herauskam, die letzte Abbatscheibe, meinen wir natürlich, gibt's ja immer wieder kleine Bands und unter anderem auch Releases, die komplett an einem vorbeigehen, die du nach Zeitpunkt X entdeckst und dir dann sagst: Warum? Warum hat das denn nicht mehr Aufmerksamkeit erfahren? Warum konnte sich das denn nicht aus dem Untergrund-Sumpf hochschwingen? Oder sagst du einfach mal: Naja, jetzt sind wir ja anscheinend D- oder F-Promis oder was auch immer, dann können wir jetzt mal hier unsere riesigste Reichweite dafür nutzen, um mal die Leute darauf aufmerksam zu machen. Was ist denn los mit dir? Warum bist denn du so? Reichweite. Reichweite. Reichweite ist, wenn ich das Bier greifen kann. Versteht ihr meine Misere? So, also alle Leute, die mich am Merchstand da am Stehen sehen, wie ich immer wieder in mein Taschentuch geheult habe, der Grund hier sitzt neben mir. Hat's doch was Gutes. Komm, fang an. Wir haben in verschiedenen Videos und aus verschiedenen Gründen öfter mal das Thema Black Metal fallen lassen. Das machen wir in dieser Sendung auch. Aber man muss ja nicht immer über die großen fünf aus einem Spektrum reden oder wer weiß was, sondern man kann halt auch einfach mal ein paar Bands oder Releases beleuchten, wo man sagt, das ist gut möglich, dass man das nicht kennt. Es ist aber eher schade, wenn dem so ist. Wirklich. Ja. Und demzufolge haben wir uns mal wieder jeder drei Releases rausgeholt, über die wir reden. Bei mir ist 3-4 und bei dir ist 3-2. Sind zwei bei mir und das hat einen einfachen Grund und zwar, also es soll nicht despektierlich klingen, aber mich hat in den letzten Monaten wirklich wenig da übelst vom Hocker gerissen oder abgeholt. Und ich möchte wirklich nur über zwei Scheiben sprechen,
bei denen ich sage, die sind von vorne bis hinten für mich komplett rund. Da sehe ich nicht viele Schwachstellen dran und die haben mich irgendwo auf einer Ebene bewegt. Was viele Alben, obwohl sie technisch gut gemacht sind, gut promotet wurden und sicherlich auch artwork-technisch nicht schlecht sind, einfach nicht geschafft haben, mich da ein bisschen vom Hocker zu reißen. Da bist du natürlich auch im Mail-Order und im Festivalbetrieb da in so einer gewissen Release- und Bewerbungs- und Bandflut da irgendwo drin und wirst ein bisschen mehr mit Kram umspült als vielleicht der handelsübliche Metaller. Das trägt da vielleicht ein bisschen zum Abstumpfungsprozess bei. Dementsprechend habe ich mich heute nur für zwei Alben entschieden, wo ich definitiv mein Otto drunter setzen kann und kann sagen, Empfehlung des Chefs, also des Kochs, nicht von Miete, weil er der Chef ist, was du weißt, weil du hier arbeitest. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das geht mir übrigens in den letzten Jahren bei Black Metal Bands des Häufigeren so, dass da man ja so viele Bandnamen verwurstet hat und man sich mittlerweile in absurdeste Buchstabenverknüpfungen rettet, die weder ins Ohr gehen noch irgendwie leicht auszusprechen sind. Quen oder Quen, also ich sag mal Quen aus dem hohen schwedischen Norden. Haben vor ein paar Wochen mit The Great Below ein verdammt anständiges, wenn nicht sogar sensationell starkes Zweitalbum veröffentlicht, welches in Sachen, logisch, Schweden, skandinavischen Black Metal eigentlich nicht wirklich besser zu machen ist. Auch nicht unüblich im Black Metal, aber trotzdem musikalisch immer wieder ziemlich beeindruckend ist, dass es sich hier eigentlich auch um ein ziemliches Solo-Projekt hat. Wir haben einen Drummer dabei und jede Menge Gastbeiträge, unter anderem der Sebastian Ramstedt von Necrophobic, der Jeff Loomis von Arch Enemy und auch der Mike Weed von King Diamond haben hier Gast-Soli beigesteuert. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Krux, wo man ein bisschen Angst kriegen kann, weil wir reden hier von einem klassischen schwedischen melodischen Black-Metal-Album. Und wenn da, sag ich mal, absolute Gitarrenhelden als Gastbeiträge Soli beisteuern, dann hat das bei mir immer so ein... zerstört das nicht eigentlich doch mehr, als das der ganzen Sache in Name-Dropping gibt? Warum? Weil Songs im Fluss komponiert werden und im Black Metal Gitarren-Solis drauf zu drücken, wenn man, sage ich mal, gerade von außen als Gast bei der eigentlichen Entstehung des Songs nicht viel beizutragen hatte oder auch nicht hat, ist meistens das sticht dann so, das liegt so ein bisschen hässlich drauf. Kann ich akzeptieren, fahre fort. aber das haut ziemlich gut hin. Zeigt aber auch, dass der Jakob Björnfot, der quasi der Mastermind hinter der Band ist, ein absolut geschulter und fitter Musiker ist. Der hat nämlich, und da machen wir hier eine kleine Geschichte zu dir, der hat nämlich seine Bühnenpräsenz, weil er sehr, sehr langweilig aussah, bei The Duskfall im Jahre 2019 beendet, um Quen zu gründen. Nein, und macht jetzt lupenreinen, geilen, hochmelodischen Black Metal. Es ist unmöglich, wenn man von Quen redet, nicht Dissection und Unanimated in den Mund zu nehmen oder auch Necrophobic. Es ist sehr gut gemachter, spielerisch hochklassiger straighter Black Metal mit coolem Riffing, hochgradig perfekt Melodien und einer geilen Atmosphäre. Das Ganze klingt wirklich auch noch angenehm roh und pissig, gerade vom Gesang her hat der Junge ein sehr cooles Organ. Das macht absolut Spaß und ist mit 40 Minuten auch nicht, oder 39 Minuten auch nicht so
überlang, so dass die Songs mit angenehmer Länge auch nicht übermäßig langweilig haben. Es ist einfach ein handwerklich gutes Album, was auch atmosphärisch echt funktioniert. Und das ist nicht selbstverständlich. Kommt ja nun auch bei Black Lodge Records, was auch nicht zwingend so ein, dafür bekannt ist, unglaublich viele Black Metal Bands zu veröffentlichen. Und ja, man könnte den Musiker absprechen, dass er eigentlich wahrscheinlich nicht mit 14 schon rohen Black Metal mit der Muttermilch aufgesaugt hat, sondern das ist halt ein wirklich fitter, geschulter Musiker, aber der weiß, dass Atmosphäre im Black Metal halt das Entscheidende ist. Und das kriegt er mit Quen beeindruckend umgesetzt. Das ist einfach ein verdammt angenehmes und cooles Album, was Spaß macht beim Hören. Quen. Ich hoffe, den Quen, gell? Quen. Oh, zu warm. Mit es. Angenehm kühl. Ich bin ja wirklich gefragt worden, warum ich das mache. Dass ich Kaffee trinke und Bier trinke. Von deinen Fan-Dudes. Nee, aber von Leuten, die auf dem Radmeldung getroffen wurden. Also, die ja anscheinend... Ich kann darauf auch keine richtig schlüssige Antwort machst geben. Machst du das beim Ragnarök auch? Nein, das weiß ich. Warum? Machst du das nur bei Videos? Ja, weil ich halt hier Kaffee trinke und eigentlich ein Bier dazu. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, nach all den Jahren, die wir schon hier sitzen, ist es tatsächlich ein seltsames Brauchtum, dass du da pflegst. Oh, so bin ich. Ich bleib bei Bier und Keksen. Los, komm, zeig ich an. 1. April, Scherzkekstag 2022, war seltsam für die deutsche Black Metal Szene, weil Ulta um die Ecke kam und gesagt haben, hier bitte, wir haben ein neues Album gemacht. Und das ist ein äußerst stranger Move gewesen, weil es keinerlei Promo für die Nummer gab. Also es wusste, also ich nehme an, die Band wusste, dass sie im Studio ist und deren Umfeld wusste es vielleicht auch, aber ansonsten wusste das einfach mal keine Sau. Also ich habe, und ich glaube, da spreche ich für alle, ich habe keinen Teaser gesehen, es gab keine Bilder, es gab keine nebulösen Hinweise. Normalerweise rollt so ein Album ja mit einer Promo-Welle aus, also vor allem bei einer Band, die nicht mehr ganz unbekannt ist, die da mehrere Wochen und mitunter Monate dauert. Es werden Singles released, es werden Interviews gegeben, das Artwork wird angeteasert, bla bla bla, nichts. Es ist einfach nichts passiert und am 1.4.22 standen Ulta aus Köln, sind sie, ne? Sind Kölner Jungs. Standen sie da mit, wie heißt's, All That Never Have Been True? Strangest Cover für eine Black-Metal-Kiste, aber das ist ein bisschen wie mit dem Buchstaben verbuchsel, was Tobi da sagte, das ist ja in den letzten Jahren ist das ja alles ein bisschen aus der kommen wir zünden eine Kirche an Attitüde rausgekommen und hat sich ein bisschen dem Avantgardistischen geöffnet, denn auch für eine Schwarzmetallplatte, die es im Grunde ist, hervorstechend. Aber wirklich hervorstechend ist das, was die Jungs da und was die da musikalisch abliefern. Das ist, ich glaube, du hast eine knappe Stunde Spielzeit oder 50 Minuten sind es ungefähr. 7 Songs sind drauf verbastelt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist wie immer gut recherchiert und gut nochmal nachgeguckt. Und die Hälfte davon geht über 10 Minuten und es verliert sich ab und zu in schwelgenden Melodien, in Bass-Soli. Es wird auch einfach mal 5 Minuten nur getrommelt. Du hast irgendwelche nebulösen Intros, die aber, also als solches, naja klar, alles irgendwo Black Metal Trademarks, aber in der Art und Weise, wie sie es auf der Platte zelebrieren,
Hervorstechend. Hervorstechend und vor allem hervorstechend gut, wie es gemacht ist. Das greift jetzt ein bisschen auch bei allen Spotify-Hörern in seiner Gesamtheit ein Album, dessen Songs man klar einzeln hören kann, das aber nicht machen sollte, weil es erst als Gesamtkunstwerk wirklich so wirkt, wie es wirken soll. Also ich glaube, gelesen zu haben, denn auch alle Magazine und Review-Pages, die es gab und bla bla, wurden ja vorher nicht mit der Scheibe versorgt und sind dementsprechend erst später auf den Zug aufgesprungen. Manche haben es gar nicht gemacht, weiß ich nicht, ob die sich da vor Schienbein getreten fühlten. Schon mal sein. Geht's wohl um die sieben Ebenen des Sterbens oder die sieben Todsünden, die du begehen kannst, und für jede geht dann wiederum was von dir oder von deiner Seele flöten oder was weiß ich. Aber mit so einem Scheiß kriegst du mich halt. So, mit dem Cover kriegst du mich zum Beispiel gar nicht, finde ich absolut hässlich, aber die Mucke, die dahinter steht, es ist nicht mal mörderisch aggressiv, dass ich sagen könnte, du hast krasse, sägende Norweger-Gitarren oder irgendwas, sondern es ist durchaus kalt, aber es ist nicht aggressiv kalt. Und das Augenmerk der Platte liegt für mich augenscheinlich nicht drauf, irgendwo auszureizen, wie krass man sein kann, sondern wirklich am gesamtkompositorischen Songwriting und des Erschaffens von guten Tracks, die einzeln, wie gesagt, in Ordnung sind, in ihrer Gesamtheit aber, glaube ich, ein Anwärter fürs deutsche Black Metal Album 2022 schaffen. Wirklich, hast du es gehört? Nein. Also wirklich, wirklich ein äußerst starkes Album. Ich meine, die ist ja jetzt, glaube ich, Album Nummer 3. Und ich bin bei Ulta, bin ich immer ein bisschen unfirm, weil die für mich irgendwie immer so ein bisschen am Rand existiert haben, und ich habe da mal reingehört, aber ich habe mich nie so richtig krass mit der Band befasst. Und ich glaube, nach Album Nummer 2 kam jetzt noch eine EP, bevor die Platte jetzt kam. Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mit den beiden Erstlingswerken auch nicht so firm bin. Muss ich aber nachholen. Was die Nummer für mich wirklich in all ihrer Verzweiflung, die sie zum Ausdruck bringt, denn wir bewegen uns trotz aller avantgardistischen Nuancen auf der Platte und Themen, die da aufgegriffen werden, irgendwo im zwischen Depressive Suicidal Black Metal und dem mitunter von der Szene ja nicht so ganz geil aufgefassten Post-Black Metal. Was die Nummer wirklich gut macht, ist der Gesang. Es sind zwei Sänger drauf zu hören, und du hast, während du auf der einen Seite einen relativ klassischen und straight forward vorgetragenen Hauptsänger hast, hast du auf der anderen Seite diese Gesangsart, die ist mir das erste Mal damals so richtig bei dem UADA-Debüt aufgefallen, dieses, na, der Knöfler wird sagen, das Gejaule. So, der UADA-Sänger hat damals zu mir gesagt, the holds, also das Geheule. Wie ein abstürzender Bussard, aber halt gut. So. Und das zieht die ganze Nummer zu einem Seelenstriptease runter, noch und nöcher, das immer wieder unterbrochen wird, wie gesagt, von 3 bis 5-minütigen einfach Phasen der Ruhe, in denen Instrumenten einfach Raum gegeben wird, sich zu entfalten, aber wiederum ohne, dass es wirkt wie irgendwie Lückenfüller, und wir müssen das jetzt künstlerisch anhauchen und wir müssen das in die Länge ziehen. Einfach ein geiles Album. So, und diesen Move, eine Scheibe rauszubringen, ohne das vorher großartig anzutriggern oder auch nur, also ich meine, du kannst das ja machen, und dann wird das aber natürlich, um promotechnisch was rauszuschlagen, werden dann da irgendwie, da wird man auf Social Media, wird mal ein Bild irgendwie von einer Klampe und einem Rechner irgendwie mit Aufnahmeprogramm oder irgendwas gepostet oder irgendwas, um die Leute so ein bisschen anzuspitzen. Aber diesen Move im Jahre 2022, wo wir ja wirklich einen krass gesättigten Musikmarkt auch in der Extrem-Metal-Szene haben, diesen Move, das Album rauszubringen, ohne irgendwas zu sagen, ohne auch Interviews dazu in breiter Masse zu geben, das musst du erstmal drauf haben. Und da muss ich sagen, Chapeau, das ist wirklich gut gelungen. Ich empfehle dir das, Herr Giersberg, ich empfehle es dir wirklich. Ich habe es auch auf einen
inneren Zettel. Inner Circle. Ja, Ultras sind halt nicht mehr bei Century Media. Und Century Media hätte mit Sicherheit... die hätten das ganz bestimmt nicht mitgemacht. Ja, die hätten das promotechnisch, sag ich mal, in den auf die gängige Art und Weise, wie Century Media Releases halt promotet werden, sicherlich mitgemacht. Aber die Jungs sind zurück zu Vendetta, zu ihrem Haus- und Hof-Label. Und da wüsste ich auch nicht, der... Der reicht sicherlich sein Klientel auf seinen Kanälen, aber klassische Breitband-Promo macht er halt nicht. Und aber Jungs scheinen sich dort wohlzufühlen und sind deswegen zurückgekehrt. Und kann ich nichts zu sagen, ist er tatsächlich eine von den Bands, die schon bei uns gespielt hat, mit denen ich aber überhaupt null mal irgendwie ein Wort gewechselt oder was am Hut gehabt hätte oder irgendwas. Ich kann nicht mehr sagen, ob das coole Dudes oder Arschlöcher sind. Ich kann wirklich nur für die Musik sprechen. Schwierig. Aber die ist sehr in Ordnung. Die ist auf diesem Album wirklich sehr in Ordnung. Absolute Hörempfehlung. Okay. Liebe Jungs von Ultra, meldet euch bei Erik, um zu zeigen, dass ihr coole Dudes seid. Bitte, ich bin dieses Jahr, glaube ich, nochmal in Köln. Ich bin im September bin ich in Köln. Meldet euch mal bei mir und dann machen wir eine richtige Ziehung. Ja. Ja, mal gucken, wie cool ihr seid. Saufem. Ich habe ein bisschen gegen den Impuls angekämpft, deswegen habe ich das schwedische Release. Consuming Impuls. Das schwedische Release quasi schon als erstes benannt. Ich habe dagegen angekämpft, nur Releases aus Schweden oder Norwegen irgendwie zu nehmen, denn da gab es so einiges und wollte mal ein bisschen die schwarzmetallische Landkarte auch bei mir innerlich und vielleicht da draußen auch ein bisschen erweitern und Schweiz ist nicht zwingend ein Land, das, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, ist, da kommt da schon einiges Cooles, aber es ist nicht unbedingt ein Land, das dafür bekannt ist, dass es 20, 30 unglaublich wichtige Releases pro Jahr irgendwie an den Mann bringt. Und es hat bei mir auch gedauert, bis ich von einer Band namens ARA mitbekommen habe. Die werden mit Doppel-A-R-A geschrieben. Wir reden hier von einer Wortneuschöpfung aus zwei Geschichten. Zum einen, dass einem Fluss in der Schweiz, Aare wohl, und einem Schweizer Wort für Altar. Whatever. Aare ist verkopfter, atmosphärischer, hochmelodischer und aggressiver Black Metal. Das im Groben und Ganzen. Und die haben jetzt auch dieser Tage ihr viertes Album veröffentlicht. Kenne ich noch nicht. Aber das dritte Album, Triade 1 Eos, hat mich schlichtweg umgeworfen. Gerade soundtechnisch auch. Ich habe in ein paar Reviews gelesen zu der Zeit, dass der Sound sich natürlich so entwickelt hat und auf dem zweiten Album, was wohl sogar unter Black Metal Hörern fast noch besser sein soll, weil es wohl diesen Sound wohl zum ersten Mal so dargeboten hat, kenne ich auch nicht. Aber das dritte Album, Triade 1 Eos, das kenne ich halt eben. Und die sind mir deswegen untergekommen, weil die bei Dibemore Morty mittlerweile unter Vertrag sind. Und da, das habe ich ein bisschen auf dem Schirm. Ist ein Projekt von einem Drummer, der im Black Metal ziemlich aktiv ist, dann einem Gitarristen, Instrumentalisten und einer Sängerin. Wenn du sagst, der Drummer ist aktiv im Black Metal, kennt man den? Der spielt in verschiedenen Bands. Der ist auch noch nicht so lange dabei, aber der ist quasi in 1000 Bands, die man kennen kann muss. Ist auch nicht so wichtig. ARA sind für mich ziemlich, ziemlich eigen, weil sie mich erinnern an alte österreichische End-90er Veröffentlichung à la Abigor oder chaotischen, symphonischen, extrem melodischen, aggressiven Black Metal, wie das zweite Album von
Obtained Enslavement, die Witchcraft, die so einen unglaublich hohen Sound hat, mit Gitarren, die die ganze Zeit im Tremolo-Picking Melodien rauf und runter fliegen, ohne dass da irgendwie tiefe Geschichten, also irgendwie, was ist einfach schrill und hoch. Und der Sound überfordert möglicherweise auch erstmal, weil er dadurch so höhenlastig ist und so kratzig, dass das ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist die Tatsache, dass die auf quasi permanent Melodien spielen, ist das absolut hochgradig spannend. Und ich habe das Konzept dieser Band nicht hundertprozentig verstanden, weil da geht es wohl auf dem Triade 1, was erwartungsgemäß zu einer Trilogie wird. Da geht es um ein Buch eines irischen Dichters, mit dem ich null Berührungspunkte habe und keine Ahnung von habe. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich künstlerisch eher so ein Klötz bin und gerade literarisch auch zwischen Fernsehzeitung und Kickermagazin hin und her schwenke. aber ehrlich, der Mann. Ja, muss man halt sagen. Rum in um, wie auch immer. ARA ist eine ziemlich coole Band und das ist musikalisch wirklich eine ganz, ganz diffizile Kiste. Die legen nicht wirklich Wert darauf, dass da Songs geschrieben werden, die irgendwie bleiben und irgendwie, sondern da ist ein Album als Gesamtkunstwerk. Trotz dessen verliert man sich nicht komplett im Produktionswahn. Die Sängerin klingt nicht im Ansatz weiblich. Es ist so ein schrilles Gekreische, aber es passt. Also Schwarzmetall-Sängerin. Passt unglaublich rein in die ganze Geschichte. Und ich bin gespannt, ich werde mir das neue haben. Das ist auch wirklich brandneu. Ich weiß gar nicht, ob es schon draußen ist oder ob dieser Tage kommt. Werde ich versuchen, meine dreckigen Finger dran zu bekommen. Ich bin gespannt. Das ist eine coole Band. Ich hätte das hier, das ist vielleicht auch nicht so unbedingt das spannendste Artwork der Welt. ARA, das ist wohl dieser Hauptprotagonist dieses Konzeptes dahinter. Also nicht der, ich weiß nicht, ob es ein Musiker ist, sondern halt der, da geht es in dem Konzept um irgendeine Person. Ein Hübscher. Ich glaube jemand, der dem Teufel seine Seele verkauft hat, um 150 Jahre an Wissensaneignung sich quasi zu erarbeiten. Ich habe es nur irgendwie in der Review gelesen. Stark. Von Leuten, die mehr wissen als ich. Da gibt es ja eine Menge. ARA. ARA. Triade 1. Check it out. Das klingt ein bisschen wie so ein Urwaldvogel. Nein, so ein Kung-Fu-Film aus. ARA Triade 1. Oh, ich weiß nicht. Naja. Hast du auch ein bisschen in Sitzen? Ich habe ein bisschen in Sitzen. Also dabei habe ich letzte Woche wirklich hart rumalkoholigert und hab genug gegessen. Vielleicht ist es. Nein, ich habe keinen Sitzen. Eigentlich ist alles gut. Naja, gut, dann. Gibt eigentlich auch nichts Schöneres als in einer Jogginghose Bier saufend irgendwie am reich gedeckten Tisch zu sitzen und über das elitärste Genre aller Zeiten zu sprechen. Grindcore. Es ist ein buntes Potpourri jetzt an Aussagen gefallen über diese diversen Alben, die ich jetzt bei meinem Zweitling sozusagen der Vorstellung aufgreifen kann. Und zwar möchte ich sprechen über Ethereal Shroud mit Trisaean. Oder Trisaean. Es ist ja schon eins Bier spät. Erstmal vorab ist ein an und für sich ein Ein-Mann-Projekt von einem Menschen namens Joe Harker, UK, und bisweilen eigentlich relativ unauffällig. Hat allerdings
auch gleich vorab gegriffen, nach diesem Album oder mit diesem Album sein Band- bzw. Projektende gefunden. Und da hat er mich natürlich wieder, weil ich ja ein Fan von sowas bin, weil er sagt, ich habe mit der Band jetzt alles gesagt, was ich zu sagen habe. Bezeichnet sich ja selber als absoluten Antifaschisten und sauer. Alter, was war das denn? Mäuse. Als absoluten Antifaschisten und sauer auf die Welt, weil sie so ist, wie sie ist. Und hat mit diesem Album, es ist schwer in Worte zu fassen, eigentlich was geschaffen, wo ich sage, scheiße, wenn das nicht so spät rausgekommen wäre und wenn ich das eher auf der Uhr gehabt hätte, das wäre sicherlich letzten Jahres mein Album of the Year geworden. Ist es aber nicht, weil ich glaube, das kam erst im Dezember oder irgendwas und ist an mir vorbeigegangen. 77 Minuten Spielzeit, verteilt auf ganze 4 Lieder, wovon 2 knackige 13 Minuten gehen und die restlichen knapp 50 Minuten verteilen sich auf die anderen beiden, wovon der Opener schon allein eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Ist ja auch so ein Ding, was dem Schwarzmetall da zu eigen ist. Das könntest du sicherlich irgendwie im Death Metal oder im Grind oder im Thrash machen. Das wäre aber nervig ohne Ende und würde keine Sau so richtig interessieren. Und das wäre das Experiment, von dem dann alle sprechen, dass es auf jeden Fall missglückt ist. Im Schwarzmetall kannst du das machen. Und das machen wenige Alben so gut wie das jetzt besprochene. Weil das die Anfangsmelodien und die tragenden Melodien dieses atmosphärischen Black-Metal-Werks in den Liedern immer wieder aufgreift, immer wieder abwandelt, mit diversen Instrumenten hinterlegt, ohne dass das irgendwie zu kitschig ist oder too much ist. Es wäre sicherlich schwer bis unmöglich, live zu performen. Und so wie ich das mitgekriegt habe, ist es ja auch keine Live-Band. Wobei er wiederum nicht alle Instrumente eingespielt hat. Also der ist wohl ein recht guter Composer, was das angeht, aber der ist kein Multi-Instrumentalist, hat sich dementsprechend Hilfe geholt und das dann zusammen mit einer Mannschaft da eingespielt. Und du hast am Ende hast du ein absolutes Monument von Album, dass da 77 Minuten in der Gegend rumsteht und sich, wie gesagt, eigentlich auf 3 Lieder verteilt. Dann aber noch nach den 3 Liedern hast du eine gewisse Pause, bevor dann nochmal Lied Nummer 4 anfängt, das eigentlich so gesehen ein Zusatzgimmick auf der Platte ist, weil er wohl gesagt hat, das passt eigentlich nicht in diesen Zirkel der 3 Songs, das wäre in sich nicht schlüssig, er wollte aber das Lied den Leuten sozusagen nicht vorenthalten, wollte nicht nochmal extra eine EP machen und hat da sozusagen noch einen knackigen, lebensbejahenden Viertelstunden Bonustrack ans Ende gesetzt, was man halt so macht. Ja, du hast mich mit dem Cover hast du mich schon abgeholt, mit diesen brennenden, zerlederten, irgendwas Kirchensakral, irgendwas Gebäude, was da drauf ist, in bester Ölgemälde Manier. Dazu dieser nebulöse Name, der so viel bedeutet, glaube ich, wie himmlisches Leichentuch. Und dazu diese Mucke, die, und da kann man nicht mehr von Klang Teppichen sprechen, sondern von, das sind Nebelwände und Landschaften und keine Ahnung was sich da auftut. Du hast ungewöhnliche Instrumente, die sich darauf wiederfinden, im Sinne von einer Bratsche, die da ab und an zum Einsatz kommt. Es wird natürlich, da wir ja vom atmosphärischen Schwarzmetall reden, wird es von diversen Keyboard-Melodien untermalt und begleitet und ich glaube zumindest auf dem Opener, ich weiß nicht, ob es dann nochmal, ne, ich glaube nur auf dem Opener, hast du nochmal eine Passage, wo Frauengesang Eingang findet. Und ansonsten ist diese Nummer einfach bitter, böse, traurig, aber trotzdem, und das ist ein bisschen strange, die Anleihen hast du auch auf dem Ultra-Album, aber nicht so extrem, immer wieder Melodien, die fast, und das ist im Black Metal natürlich schwierig zu sagen, so schön eingängig sind. So, dann aber halt immer wieder von diesem kargen, abgehalfterten Weltbild, das da vertont wurde, unterbrochen wird und die Nummer einfach endlos rund machen. Und
dazu sagen, alles klar, ich höre mir einen Track an und auch da wiederum ist wichtig, ich höre das Album in Gänze, wobei natürlich jeder Track da ungefähr so lang ist wie eine EP oder eine Single mit drei Bonustracks von irgendwelchen anderen regulären Bands. Das Album in Gänze einfach, ich kann es ganz schwer beschreiben. Hast du es dir mal angehört? Nein. Auch da wieder hat Tobi sich nicht angehört und kann wieder nichts dazu sagen. Du kamst doch vorhin aus mit dem Bandnamen, was soll ich es denn wissen? Naja, weiß ich nicht, weil du immer da drüben sitzt und nebulös in deinem Rechner irgendwelche Untergrundalben reinhackst. Und dann denke ich mir immer, du hörst dir dann das Zeug an, schnappst das mit deinem audiofotografischen Gedächtnis auf, analysierst das durch die Giersbergsche Metal-Denkmaschine, die da oben irgendwie rattert, um mir dann hier informativ noch voll eins auszuwischen. So funktioniert das doch im Normalfall. Naja. Ich habe auch vor, mir das anzuhören, wirklich ernsthaft. Bin auch Gott weiß froh, dass wenn mir das gefällt, dass sie sich aufgelöst haben. Da muss ich nicht verzweifeln versuchen, das immer weiter im Blick zu haben. Nö. Aber ja, es klingt nicht unspannend. Aber vier Songs, knapp 80 Minuten ist bei mir immer so eine... Da musst du Zeit für finden. Da musst du einfach Zeit für finden. So. Wobei, wie gesagt, also durch diese ständige Themenwiederholung, die du da hast und diese Abwandlung, die du da hast, das musst du halt erstmal bringen, dass du über 80 Minuten ein Album rausbringst, was die Leute dann trotzdem noch am Hörerpult hält und sagt, das ist es. Und nicht nach 10 Minuten zum Skippen bringt und sagt, das ist es dann doch nicht so richtig. Das hat sehr viel Anklang gefunden, untergründlicherweise ist auch, glaube ich, der Abstand zum Vorgänger, den ich nicht kenne, sind 5-6 Jahre, da sind wir wieder bei dem Thema großes Label und Promo und bla bla bla. Das kannst du ja, wenn du eine kleine Band auf einem großen Label bist, wenn du den Absprung da geschafft hast durch ein solide EP oder ein solides Album oder was weiß ich, das kannst du ja gar nicht bringen. Also da bist du schon dreimal gedroppt worden, weil du nicht lukrativ bist. Aber wenn du kein großes Label in der Hinterhand hast, ich weiß gar nicht, kam das bei Northern Silence raus? Ich glaube. Oder eben ein künstlerisch anspruchsvolles Label dahinter hast, die sagen, alles klar, mach ein gutes Endprodukt, lass dir Zeit. So, dann kannst du halt auch einfach mal 3, 4, 5 Jahre komponieren, bevor du das Ding dann halt da aufs Parkett zimmerst. Und das ist... Ich möchte nur gesagt haben, es ist... Muy bene. Komm, 3 Minuten schaffst du. Ich muss wieder mich dann zusammenreißen, wenn du hier wieder... Oder ich werde ja auch mal schwelgen dürfen. Ja, schwelge. Das heißt nur nicht, weil es ein 80-Minuten-Album ist, dass du ein 80-Minuten-Review drüber anziehen musst. Das wäre mal was. Oh ja, ist wie es ist. Australien, auch so ein Land. Die Heimstatt des Schwarzmetalls. Naja, es gibt auch einiges. Es gibt ja wirklich viel. Und das jetzt kommende Projekt namens Runespell ist auch schon eine Weile dabei. Haben mittlerweile 4 Alben am Start und ich finde, ich habe das seit dem Zweitwerk habe ich das wirklich ordentlich auf den Schirm und fand das spannend und interessant, aber die haben sich konstant entwickelt und das letztes Jahr erschienene Viertelalbum Versus in Regicide ist stark. Einfach stark. Sau stark. Und es ist schon eher untypischer Black Metal für australische Verhältnisse, weil wir reden hier vom lupenrein mit End-90er beeinflussten Black Metal mit ordentlich Pagan und Heathen Atmosphäre und auch hier und da Riffs, die
die, also es ist nicht nur Atmosphäre, also es geht hier nicht um paganistische Einflüsse, es ist schon lupenreiner, cooler, atmosphärischer Black Metal mit sehr, sehr geiler Produktion, die rau ist, aber trotzdem alles widerspiegelt, was die Musik haben muss. Und ja, es ist auch wieder mal ein Solo-Projekt. Wie jede gute Black Metal Band ist es ein Solo-Projekt. Nein, nicht jede gute, aber ja, es ist schon mal es ist im Black Metal halt nicht sonderlich selten. Da ja da auch immer, gerade was Songwriting-Prozesse angeht, immer viel vom Kopf gearbeitet wird, bietet sich halt immer an, dass da ein Songwriter das Ganze wirklich straff im Griff hat, den Sound bestimmt und den Sound definiert. Und so ist es hier halt auch. Da kann nicht jeder ankommen und ich habe das und das und das und dann irgendwie soll das ein stimmiges Produkt werden. Das geht eben nicht. Runespell haben sich sehr, sehr cool entwickelt und sind im Endeffekt, ja, das ist schwer zu beschreiben. Das ist eine Musik, die vor 20, 25 Jahren quasi schon existent war und heute so selten noch praktiziert wird oder dargeboten wird. Aber die macht einfach absolut Sinn und Spaß. Sinn kann man übrigens nicht machen. Sinn kann sich nur ergeben. Ja, Effi Priest, Alter, jetzt bin ich mal am Drücker. Okay. Hier, das Cover der aktuellen Platte erschien bei Iron Bonehead Productions. Und ja, ich habe die Band so ein bisschen auf den Schirm gekriegt, weil die so ein Bathory-Touch hatten. Nicht unbedingt in der Art und Weise, wie sie die Musik gemacht haben, weil dafür ist es anders instrumentiert. Aber weil es die Aura von Bathory zu den Viking-mäßigen Überalben quasi so ein bisschen mitgeatmet hat. Ansonsten erinnert das sicherlich auch an viele, viele alte polnische Black Pagan Bands und ist einfach eine coole Band, die konstant alle zwei, drei Jahre mittlerweile ein Album auf den Markt schmeißt und die immer Stück für Stück besser werden. Und das ist meines Erachtens nach ziemlich, ziemlich cool und beeindruckend. Und bei dieser Schnelllebigkeit der Projekte und dieser ganzen 1000 Milliarden Bands ist es cool, wenn du eine Band hast, die mittlerweile halt 3 Alben hat, in Folge, wo alles aus dem Guss wirkt, wo du das Gefühl hast, okay, das ist ernst gemeint, das entwickelt sich in eine Richtung und da kannst du dann halt auch innerlich viel mehr, viel besser dran teilhaben. Als irgendwas, was du auf den Markt geschmissen hast und dann war's das. Ist eine coole Geschichte. Runespell sollte man im Auge behalten. Wo kommen sie her? Aus Australien. New South Wales. As I was told. The place to be. The place to be. So, und zum Abschluss, weil ich ja 4 mitbringen sollte und wir nicht viel Zeit haben, muss ich das kurz machen. Wahrscheinlich auch die bekannteste Band in der ganzen Geschichte sind Seth aus Frankreich. Aber man kann trotz der Tatsache, dass es die eigentlich seit 1995 gibt und abgesehen von einer 6-jährigen Pause um 2005 bis 2011 sind die eigentlich immer da gewesen und sind im französischen Black Metal, der an sich ja schon eine coole Nummer ist, auch kein so kleines Pferd. Aber prinzipiell kennen trotzdem viel zu wenige die Band. Das letzte Album, La Mort sur du Christ, glaube ich, vom letzten Jahr und das 6. oder 7. Album, ich bin nicht ganz sicher, hat auch 8 Jahre gebraucht, bis es auf den Markt kam und es ist absolut das beste Album, was die Band je gemacht haben. Ich habe die immer auf dem Schirm gehabt, fand das Debüt schon geil, weil das so träumerisch war für französische Verhältnisse und
war dann immer so ein bisschen verwirrt, weil die immer aggressiver wurden und FIFA auch ein bisschen die Atmosphäre verloren haben, die das geniale Debüt wirklich so innehatte. Und da hatte immer das Gefühl, das ist alles ganz cool, aber so richtig haben die ihren Sound nicht gefunden. Und mit der aktuellen Platte, bin ich der Meinung, haben die das geschafft, was sie seit vielleicht mittlerweile 20, 25 Jahren suchen, ihren Sound. Und die wollen jetzt sogar touren. Das ist total cool. Und da sind ganz viele Musiker dabei, die du überall schon mal irgendwo gesehen hast. Der ehemalige Enthroned-Drummer, der Sänger von Black Lodge und so weiter. Und das ist eine coole Band. Seth! So, du merkst, ich muss das jetzt wieder kurz machen und straffen, aber es nützt ja alles nichts. Das Essen war da drüben. Für Essen muss man was beenden. Oder? Oder nicht? Ja. Ich trinke mein Bier aus. Retrospektiv betrachtet, weil wir hier zum ersten Mal Bier aus dem Becher trinken. Es ist schon so, das habe ich jetzt am Wochenende auch gemerkt, auf dem ersten Festival seit über 2 Jahren. Es trinkt sich im Becher schneller als in der Flasche. Der ist halt leichter, da musst du deine Armmuskulatur nicht so anstrengen beim Hochstellen. Die Öffnung ist größer, mein Freund. Da kommt ja drauf an. Also ich trinke mein Bier ja gerne aus Punika-Flaschen. Ekelhaft. So bin ich. Macht's gut. Schönes Wochenende. Der ist wirklich ekelhaft.